Boing! Und damit weiter geht's hier bei Super Mario RPG. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen Backtracking gemacht. Nicht super viel, aber schon ein bisschen. Haben Boschi besiegt und alles. Und jetzt können wir hier im Randland mit dem Koopa Troopa-Trupp nach oben gelangen. Achtung! Alle Soldaten in Position! Mario, deine Mission lautet folgendermaßen. Erklimme die Felswand, indem du von Panzer zu Panzer springst. Alles klar. Hier hoch. Los geht's. Du, 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 du. Oh, ist auf Zeit. Jo, dieser Sound hört sich voll an wie aus irgendeinem Mario DS-Teil. Nein. Nöd, nöd. Hey Mario, das kostet mich Geld. Ja, bitte nicht aufgeben. Gleichmäßiges Hüpfen und sicherer Stand sind die Schlüssel zum Erfolg. Versuch es noch einmal. Okay, ich versuch's noch einmal. Bam. Boah, die Sprünge sind... Boah, Sprünge sind echt schwierig. Ach man, Mario, komm, schenk dich doch an. Du bist doch Mario, oder nicht? Ja, nur weil ich Mario heiße, heißt das nicht, dass meine Sprünge godlike sind. Ja, okay, doch, eigentlich schon, aber... Trotzdem, Treffen ist schwierig. Junge, hast du es dann bald, oder was? Ja, ich versuch's ja. Mein Gott, entspann dich, Kumpel, entspann dich. Ist nicht so einfach, Mario zu sein, ja? Versuch du doch mal Mario zu sein, hä? Ja, dachte ich mir. Okay. Ich glaube, wir haben es jetzt. Hoch! Ding dong! Ja, endlich, Mann. Ist ja erfolgreich ausgeführt. Du hast aber 17 Sekunden dafür gebraucht, ne? Nicht schlecht für einen Zivilisten, aber nicht gut für Mario. Schnauze, Mann! Wenn ich jetzt einen Hammer hätte, würde ich bam bam machen. Hä? Was? Ich kann auf seinem Kopf springen? Sah gerade so aus. Ah, ich rutsche ein bisschen ab. Schade. Wäre lustig. So, ein neues Gebiet erreichen wir dadurch. Und zwar das Bohnental? Kommen wir jetzt zu Superstar Saga oder wie bitte? Bohnental? Wir haben die Anfangsmusik wieder und hier sind zwei grüne Röhren. Wo gehe ich lang? Ich gehe mal rechts lang. Ein Geheimschatz! 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 Ah, das sind aber Gegner. Die wollen mir den Schatz nicht geben. Ey! Aua! Oh nein! Pilzstacheln. Oh, oh. Och nee. Oh no. Na gut. Oh, da ist natürlich ein Starker dabei, ne? Ist klar. So, Mallow. Ich weiß nicht. Ja, wechsel mal bitte. Zu Bowser. Ich weiß nicht, Mallow, ob du schon gescannt hast, diesen Gegner. Aber wir können es ja gleich mal versuchen. So, erstmal vergiften wir mit unserer neuen Wolkenfreund. Nice! Sehr, sehr nice. So, Gedankenleser. Das ist fast tot. Sehr schön. Wir machen immer mehr Damage, werden immer stärker. Ich habe garantiert keinen leichten Stich. Ey! Aua! Aua! Ihr habt doch Probleme, oder? Bam, ah, daneben. Schade. Schade, schade. Aber nicht schlimm. Wir kriegen noch einen extra Zug. Wow, danke. Oh, aber daneben. Haha, Trollolol, dachte ich das Spiel. What? Wow, er flieht einfach. Was ein Baby. Na gut, was will man machen, ne? Oh, gefunden. Ach komm, ich war doch unter ihm. Ach komm, Spiel. Ah! Oh nein. Bowser, so wie du gerade guckst, so fühle ich mich gerade auch. So, ich hoffe, der Giftdampf, der macht genug hier. Ich weiß aber nicht, wie man den verkacken kann, den Angriff. Das ist eigentlich voll einfach. Bonk. Bonk. Tschüss. Wieder lebt noch. Wie, du lebst noch. Stirb. Boah, wow, Mallow, hast du mal Damage gemacht. Das ist ja episch, Mann. Das ist richtig cool, yeah. Hä? Was macht denn die andere Röhre, die ich nicht genommen habe am Anfang? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber gehen wir erstmal schnell weiter. Es gibt nur einen richtigen Weg. Oh. Die nehme ich natürlich mit. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich dieses Spiel alles sammle. Ich kann euch nur versprechen, dass ich dieses Spiel durchspielen werde. So viel steht fest. So, und... Was geht denn hier ab? Hi! Willst du dich reden? Baby-Piranhas. Oh, die, oh.
Der bringt ihn zum Wachsen, der Kumpel. Hey! Kämpfen! Grüne Piranhas! Bam, bam, bam! Okay, die halten gar nichts aus. Na doch, bisschen was. Was zum Schlummerpollen? Mann. Aber kurz gescannt. Ich wäre so gerne ein ganz gewöhnliches Blümchen. Oh, der Arme. Der Arme will doch nur eine Blume sein. Aber er wird es niemals sein, denn er ist tot. Darkes Ende. Jetzt können wir hier rein. Wow, was zur... Roulette? Kantesbonbon, okay. Nett. Bin nicht gut in sowas, aber immerhin etwas erreicht dadurch. Hey. Besser mal die anderen, damit ich da auch reinkomme. Oh Gott, jetzt machen wir... Hä? Wieso greift ihr die Brennpflanze an? Die sind wohl nicht so beliebt hier in dem Gebiet, habe ich das Gefühl. Bam, 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 bam. Nice. Angriff erhöht. So, wie wäre es denn, wenn wir mal den hier machen? Mhm. Der lebt noch? Ah, auf zu leben. Aua. Ich hab da nicht Probleme, Mann. Bam, 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 bam. Geht doch, meine Güte. So hartnäckig gleich. Du, du, du. Und mehr Schätze für uns. Oh, mehr Roulette. Ist das alles nur Roulette? Weil wenn ja, dann würde ich das eher skippen, dann ist mir das nicht so wichtig. Ich gehe erstmal weiter. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, hier ist sonst nichts mehr. Können wir auch sowieso noch speichern. Ja, warum denn auch nicht? Ey! Rote Piranhas also jetzt auch. Na gut, wir müssen gegen den kämpfen. Das ist das einzige im Raum hier. Bosskampf? Knospiran. Okay, weil er nur Knospe ist, oder was? Warum ist das jetzt als Bosskampf hier gezählt? Lass mal sehen, vielleicht sammelt seine Gedanken mehr darüber hinaus. Eis. Guck weg! Guck weg! Mist. Wieso soll ich denn weggucken? Gino. Wie wär's mit einer... Mit einem normalen Angriff? Sum-di-sum. Zeit für eine Dusche. Sum-di-sum. Was seid ihr? Sum, was seid ihr? Sum, meine Hübschen, da seid ihr. Sum-di-sum-di-sum. Ey! Gleich zwei neue. Ich glaube, es hackt. Na, okay, gut. Wir wissen, Eis ist sehr effektiv gegen die. Merlo hat Eisattacken. Er hat nämlich jetzt den Schneemeister. Begrabe deine Gegner und einen riesigen Schneemann. Bam, 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 da, da, down. Tot. Yeah. Ganz viel Wasser, damit ihr nicht verdorrt. Was seid ihr, Summ? Was seid ihr? Meine Hübschen, da seid ihr. Summ, die Summ. Gleich drei. Summ, die Summ, die Summ. Also, hört der Kampf irgendwann mal auf? Ich glaube, es ist Zeit für meine Gino-Lichtseife. Haar halten. Okay. Okay, let's go. Boah, wie cool. Die leben noch? Unfassbar! Der eine nicht mehr. Und der andere auch nicht mehr. Aber er noch. Oh, boah, die machen gut Damage. Aber es überleben wir. Zum Glück. Zum-di-zum. Meine Schwester mit Vitaminen. Was seid ihr, Zum? Was seid ihr, meine Hübschen? Was seid ihr, Zum-di-zum-di-zum? Oh oh. Eine riesige Grinspiranha ist rausgekrochen aus den Tiefen des... Was auch immer, Alter. Der Wurzeln. Das sind Tiefen der Wurzeln. Die Wurzeln allen Übels hier. Okay. Das ist ein anderer Gegner, deshalb... Kurz scannen. Auch Eis.
Ich wuchs schnell und werde auch schnell welchen ein Blumenleben nehmen. Oha. Ah, ey! Blütenbö? What the? Oh nein. Ich brauch Peach. Ganz dringend. Eingruppen, kuscheln ist gut. Dankeschön. So, und jetzt die anderen wieder verhauen. Und du machst wieder den Schneemeister, denn das greift alle sehr effektiv an. Killt seine Arme, seine kleinen Köpfe da an der Seite und ihn in der Mitte. Soll das auch schön Damage machen. Mhm. Scheuchenstaub. Naja, als Scheuchte kann ich zumindest noch kämpfen, weißt du? Oh, oh. Also wenn ich Sirup hätte. Oh, ich kann. Okay. Abwehr. Ich habe kein Sirup mehr. Warum habe ich kein Sirup mehr? Ahornsirup bitte. Ja. So. Nochmal Schneemeister, denn wie gesagt, das ist halt das Stärkste, was wir gerade haben gegen das Ding. Man muss doch nicht übertreiben mit dem Drehen. Das geht nur chillig, wenn man normal dreht. Also man muss nicht wie Mario Party übertreiben. So, wie wär's, wenn wir mal den Ultrasprung wieder versuchen? Diesmal als Vogelscheuch. Egal. Egal. Nicht schlimm. Jetzt geh aber down! Unfassbar. Der lebt noch? Ja, die Antwort ist, ja, er lebt noch. Abwehren. Sirup. Und Eisattacke. Das ist mein Plan. Let's go. Ich meine, was bleibt mir anderes übrig? Als das, was ich die ganze Zeit tue? Was bleibt mir anderes übrig? Ich weiß es nicht. Oh nein, ich schon wieder ein Blütenbö. Nein! Ah. Egal, zumindest hat sich Mario zurückverwandelt. Immerhin etwas. Er kann nochmal richtig reinhauen. Schön den Damage machen. Wechseln wir mal aus zu Bowser. Oh, er schläft. Nicht schlimm, wir können uns kurz heilen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich noch einen KP habe. Jetzt habe ich 100 plus. Firewall? Oh oh, Firewall, Alter. Oh nein. Okay, Bowser wird das demnächst nicht mal aufwachen. Gino! Versuch du es nochmal mit dem. Mit deinem Diskus! Ich kann den nicht. Ich kann den einfach nicht, obwohl der richtig stark ist. Das ist richtig gut, wenn man den trifft. Halt dich. Sorry, aber. Halt dich. Mit dem Medium-Pilz. Und du machst wieder einen Schneemeister. Das, was du am besten kannst, Mallow. Mallow ist wirklich einfach der Magier hier in der Gruppe. Gino der Attack. Mario der Allrounder. Da kannst du ziemlich alles. Außer heilen. Peaches Healer und Bowser. Bowser ist, macht Statuseffekte, würde ich mal behaupten. Booste mal Mallow. Angriff erhöht. Nicht getroffen, aber passt schon. Ist nicht so schlimm. Schlimm wäre es, wenn das Ding mich gleich killen würde. Also aufpassen. Ah, shit. Ja, kommt jetzt was. Na, ich hab nichts anderes. Ja, dann. Ah, schade. Ich hoffe, das Angriffsplus bleibt noch ein bisschen. Wow! Knappes Ding. Knappes Ding, knappes Ding. Wie wäre es, wenn wir einen weiteren. Ne, bringt wahrscheinlich nichts, oder? Hier. Gino Strahl, den kann ich zumindest, habe ich zumindest drauf. Das war's? Wow. Umsonst Items verwendet. Egal. Krasser Boss. Jetzt schau dir an, was du getan hast. Du hast den Grinspiranen zerflattert. Wieso? Oh je, das wird so was von Ärger geben. Königin Valentina hat mir befohlen, niemanden ins Nimbus landen zu lassen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Ich weiß, nichts wie abgesummt. Hä? Sorry, aber das sah gerade sehr albern aus, wie das runtergeflogen ist. Richtig. Naja. Schnell wachsender Samen. Das ist ein Samen. Okay. Samen halten. Cool. Nimbusland. Ist das unser nächstes Ziel? Sollen wir auf jeden Fall abchecken. Was macht dieser normale Block hier? Hä, was zum.
eine Bodenranke ist da drin. Aber die ist größer als sonst in Mario-Spielen. Wow, seh dir das mal an. Das ist eine magische Bodenranke. Spring noch einmal gegen den Block, um auf die Bodenranke klettern zu können. Okay, los geht's. Yippie! Oh, komm, jetzt dieses Minigame aus dem Trailer. Ja, Bohnenranke. Hey, du da. Oh, das ist ein Gegner. Oh, sieht das cool aus. Rotkrakelchen. Aha. Und boing. Oh, daneben, schade. Flatterstich. Boah, die machen echt gut Damage, ne? Ach, du meine. Okay, Gedanken lesen. Was ist effektiv? Ich muss es wissen. I need to know. Eis und Bowser. Ich hasse diese Valentina. Ich dachte, die wäre euer Boss hier. Nicht? Haben wir etwa beide den gleichen Feind? Ist sie überhaupt unser Feind? Ich habe das Gefühl, Valentina hat vielleicht einen Stern, weil die anderen ihn den gebracht haben. Oh, was? Rotkrakelchen wurde betäubt. Und er auch. Wusste gar nicht, dass es geht. Er wurde verwirrt und strahlt. So sind wir bei Pokémon? Lol. Ich wusste nicht, dass das geht. Das ist ja cool. Mello, mach ihn platt. Gut gemacht, Mello. Mello wird immer besser. Das freut mich. Steht denn da? Na, warte, was steht da? Kletteranleitung für Rankenklimmer. Klettern Sie mit dem linken Stick auf und um Ranken herum. Sie wechseln die Ranken, indem Sie den linken Stick in Wunschrichtung halten und B drücken. Rankenkletternden wird empfohlen, die Schatten als Hilfe zu wenden. Klimm- und Kletteramt Nimbusland. Okay. Juhu! Wow, wow. Das muss ein 3D-Spiel sein, sonst verstehe ich das nicht. Aber wie kann Mario das klettern? Das, vor allem die Dinger sehen gar nicht aus wie Bohnen, das sieht aus wie Plastik oder so. Weiß ich nicht. In der Grafik einfach. Ach, verdammt. Mann! Das ist echt schwierig. Aber wegen der Perspektive. Lass mir die Münze ein. Lass mir die ein. Ah, okay, davon muss ich kämpfen. Erster Beak, Yoshi. Jetzt haben wir den Jumbo Beak Baragumba. Wow. Oh. Nice. Unsere Leiste ist wieder voll. Dann mal unsere altbekannte Attacke. Ist, glaube ich, unter anderem einer meiner Lieblingsattacken hier. Bam. Einfach sehr, sehr nice. So. Der Jumbo. Jumbo Cooper. Sprung. Okay. Ich bin keiner klein. Der große ist abflugbereit. Was soll das denn bitte bedeuten? Du bleibst schön hier! Haben wir uns da verstanden? Ding! Yay! Hab schon lange kein Level-Up mehr bekommen, ne? Ah, Mist. Okay. Hopp! Gut. Ich mag die Wolken, wie die so ein Gesicht haben. Süß. Ein bisschen BP, das gefällt mir, das macht mich super glücklich. Oh, an die andere Seite. Aber lass dich nicht vom Gegner erwischen. Gut gemacht. So, und jetzt passe bitte noch mehr auf, denn da sind mehr Gegner. Die sind gar nicht nett, nein, die wollen dir an deinen Schnauzer. Du musst noch passen. Dürfen es nicht sehen lassen, sonst haben wir ein kleines Problem. Und genauso ein Problem ist auch die Steuerung. Die Steuerung. Die ist nämlich nicht so easy, wie man sehen kann. Also hier muss ich sagen, ist das wirklich ein Nachteil, diese Sicht zu haben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Diese, wie ist das, isometrische Sicht oder was auch immer? Diese schräge Sicht auf jeden Fall. Hier ist das ein Nachteil. Das macht es einfach viel schwieriger. Boah, wie willst du da landen? Vielleicht muss ich auch nicht landen. Och, Mann. Boah, okay, dann kill ich euch halt, wie ihr es unbedingt wollt. Meine Güte. Müsst ihr nicht gleich rumheulen. So. Angriff erhöht. Dankeschön. Bonk. Bonk. Der Große ist abflugbereit. Nein, der Große fällt runter auf die auf die Schnauze. Auf seine große Cooper-Schnauze. Warum lebt er noch? Oh oh. Sehen wir seinen Angriff. Oh! Oh! Alter! Der one-shottet mich! Weil ich weiß, wie man fliegen kann. Oh Mann. Mello, ey. Kumpel.
glaube, du brauchst mal hier ein bisschen Healing, oder? Bitte schon. Ich gehe erstmal nur hier lang, denn hier gibt es ja auch noch was zu sammeln. Wenn ich nicht runterfallen würde, dann könnte ich es auch bekommen. Muss nur aufpassen, dass ich das richtig time alles, denn das ist nicht einfach. Boah, was? Also ich weiß wirklich nicht, wie du an die grüne Ranke rankommen sollst, an die grüne Bohnenranke. Nein. Hä? Das geht nicht. Wie denn? Hallo? Boah. Also ehrlich, die Steuerung ist hier echt schlimm. Sorry, dass ich das so sagen muss. Der hält sich nicht fest. Was soll ich machen, wenn mich Mario nicht festhält? Da kann ich ja nichts für. Oh Mann. Ich gehe jetzt mal nur noch links. Nee, hat auch nicht geholfen. Was zur... Was soll ich denn bitte machen? Okay, nicht geradeaus in eine Richtung gehen, aber schräg gehen, weil es ist ja auch eine schräge Welt. Steht hier? Ja. Nein, nicht nochmal. Ich fall runter, ne? Ja. So. Nein, nein. Steuerung ändert sich direkt wieder. Oben. Schräg nach unten. Mann! Unfassbar. Mann, ich schwöre es, ich springe. Hier gibt es ja kein Coyote-Time, dass man da am Rande des Dingens noch springen kann. Das gibt's hier nicht in dem Spiel. Ja, das heißt so. Also. Was? Was? Ich war ganz kurz dran! Ich war ganz kurz dran! Was zur Hölle? Wie hab ich das gemacht? Oh! Nein! Junge, wo soll ich denn? Welche Richtung soll ich denn drücken, Alter? Also. Oh, nein! Ich will diesen blöden. Junge, jetzt ist auf einmal ein starker Gegner geworden. Ist das ein Ernstspiel? Nein! Nein! Wow. Der Kampf ist schwerer geworden und ich darf das dadurch nicht fliehen. Wow. Danke, Spiel. Und jetzt fahre ich wieder runter. Warum? Wie soll ich nach oben klettern? Weil ich nach oben drücken kann. Erklär's mir, Spiel. Also. Warum? Warum ist es so schwer? Nein! Ich bin am Leiden, Leute. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Macht halt absolut keinen Sinn, dass ich das nicht schaffe. Oder mache ich es komplett falsch? Muss ich woanders lang? Es gibt keinen anderen Weg. Das macht keinen Sinn. Vielleicht hilft es, wenn man von hier abspringt? Keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was hilft, aber... Mann! Ich werde es trotzdem nochmal probieren. Vielleicht hilft es doch. Jetzt muss ich nur... Mann! Richtig machen. Boah, ist das schlimm. Ich geb's auf. Ich guck mir mal an, wie man das machen soll auf YouTube oder so. Alter, nee, echt jetzt? Ich bin hier so oft gesprungen.
Aber die Plattform ist nie erschienen. Man muss gerade einfach so springen, nicht in irgendeine Richtung schauen. Alter, das ist echt asozial. Also sorry, aber... Junge, ernsthaft? Und selbst dann schaffe ich es nicht. Naja, von dem Ding aus musst du springen. Weil sonst erreichst du... Ja, sonst... Wow. Sonst erreichst du die grünen Bonusstange nicht. Oh Mann, ich muss kurz warten, bis der Gegner wegfliegt. So. Mann, ich... Leute, es ist wirklich anstrengend. Dieser Teil des Spiels ist extrem anstrengend. Vor allem, weil die Steuerung nicht mitspielt. Und wenn ich... Ich bin drauf, ich bin drauf. Endlich. Oh, endlich. Schätze, Groschen und... Abwehrschal? Hm? Neue Ausrüstung für wen? Was ist hier so ein Ding? Abwehrschal. Erhöht die Abwehrkraft. Achso. Achso, nee. So muss ich's machen. Okay, aber bei jedem machst du etwas weg. Außer bei Mellow. Theoretisch auch bei Gino. Boah. Erhöht die Abwehrkraft. Ja, doch. Er ist letztes Zeit ein bisschen öfter gestorben. Ich glaube, das können wir schon gebrauchen. Hier rein, oder? Ja. Noch mehr Schätze. Bibi. Und Bibi. Yippie. Yippie. Ja, wir fahren ein bisschen zu lang. Aua. Oh, so schöne Musik. Was sind wir denn jetzt? Was sind ihr denn für komische Leute? Mit denen sprechen wir beim nächsten Mal. Aber kommen die euch nicht auch irgendwie bekannt vor?